Bio-Steinbier in der Winteredition, jetzt bei ProbierTV. Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Mein Name ist Martin und ich muss langsam mal schauen, dass ich die Winterbiere so aus meinem Kühlschrank rausbekomme. Deswegen habe ich vorhin mal geschaut, wo steht da noch Winter drauf. Und da ist mir das Wintersteinbier aus dem Brauhaus Gusswerk und eigentlich heißt es ja mit vollem Titel Urban Kellers Steinbier in der, wie gesagt, Winteredition begegnet. Und das Ganze hat, wo haben wir es denn hier, 6,4 Volumenprozent Alkohol, 14 Grad Plato und 29 Bittereinheiten. Ein Ale, die Winteredition von einem, ja, dem Steinbier, dem normalen Steinbier darstellt. Und ich habe mal ein bisschen geschaut, wo ist da eigentlich der Unterschied zwischen dem Wintersteinbier und dem, sagen wir, Sommersteinbier oder dem ganzjährigen Steinbier. Und bin drauf gekommen, es sind Karamalze drin. Das dürfte dem Bier auf der einen Seite natürlich ein bisschen mehr Schub geben. Auf der anderen Seite auch vielleicht ein bisschen Farbe. Und hopfenseitig ist Saphirhopfen verwendet worden, der in der normalen Version offensichtlich nicht drin zu sein scheint. Ansonsten Mühlviertler Mallinghopfen und Tettnanger Aroma und wie gesagt der Saphirhopfen hier in der Winteredition mit drin. Malzseitig haben wir dann noch Pilsner Malz, Münchner Malz, die Karamalze, die ich schon erwähnt habe, und schauen wir mal, was wir da zustande bringen. Und ich glaube, die Karamalze haben hier schon ihr Werk getan. Schaut euch das mal an. Ein Fingerbreit leicht beiger Schaum auf diesem Bier. Und das ist doch eine tolle, leicht, ja, das hat schon so eine leicht bräunliche Haselnussfarbe, haselnussfarbenes Bernstein. So, jetzt haben wir es. Nicht zu viel Schaum obendrauf und auch nicht wirklich stabil, sondern die verschwindet eigentlich schon wieder relativ schnell. Leichte Trübung. Oh. Bei Winterbieren, da hat man ja immer so das Problem, man erwartet dann irgendwelche weihnachtlichen Gewürze oder vielleicht besonders viel Alkohol. Hab das Bier jetzt so auf, was würde ich sagen, so 8, 9 Grad, so knapp unter 10, warm werden lassen. Aber das ist so ein bisschen Honig-Karamell ist damit in der Nase drin. Also es hat schöne süße Noten. Und überhaupt, die so malzige Töne überwiegen so in der Nase. Und ja, so gut. Getrocknete Aprikosen, Marillen. Also eher so hellere Trockenfrüchte. Aber alles nicht. Oh nein. Doch, das ist schön intensiv sogar. Man muss sich noch ein bisschen drauf einlassen. Ja, ich würde sagen, cheers. Gut, also jetzt wenig überraschend. Die malzigen Töne überwiegen bei diesem Bier. Oh, herrlich. Die Steinbierprinzip, oder das Steinbierprinzip ist ja auch, dass beim Brauen heiße bzw. vielleicht sogar glühende Steine zugegeben werden und damit Zucker, die in der Würze enthalten sind, karamellisieren, und dann kriegt das Ganze eben diesen schönen leichten oder vielleicht nicht so leichten, je nachdem wie viele Steine man da reingibt, karamelligen Geschmack. Hier dürften ein paar Steine mehr gewesen sein, denn es hat eine schönere Karamellnote. Bisschen Honig, aber es ist keine aufdringliche Süße, es ist eher schön dezent gehalten. Und auch diese erwähnten Trockenfrüchte, die sind nach wie vor da, geht so in diese Aprikose-Richtung. Und ja, 29 Bittereinheiten, das täte ich unterschreiben. Es ist nämlich eine sehr angenehme, begleitende Bittere dabei. Also man wird daran erinnert, man trinkt jetzt hier keinen Fruchtsaft, man trinkt jetzt hier auch kein Malzgetränk, sondern das ist schon noch ein Bier. Und das würde ich sogar sagen, fast so ein bisschen, das ist so der Saphirhopfen, der ja auch gerne in Pilzbieren verwendet wird, der damit reinspielt.
vom Körper her schöner, mittlerer Körper, völlig unkompliziert, mittlere Kohlensäure, die sich jetzt nicht unbedingt in der Schaumkrone wiedergespiegelt hat, aber an Zunge und Gaumen liegt und da sehr erfrischend wirkt, auch trotz der 6,4 Volumenprozent Alkohol. Und ich überlege die ganze Zeit, es wird hinten raus ein bisschen bitterer auf der einen Seite, auf der anderen Seite wird es auch ein bisschen süßer. Und das finde ich witzig, weil ich habe gerade darüber nachgedacht, eigentlich ist das ein sehr, sehr schön balanciertes Bier. Also es hat auf der einen Seite diese Karamellsüße, auf der anderen Seite eben diese 29 Bittereinheiten, die ja sehr, sehr gefällig einhergehen miteinander und dieses Bier auch wirklich gut trinkbar machen. Und hinten raus, die Fruchtigkeit, die nimmt ein bisschen zu, das bleibt eben in dieser Trockenfruchtliga. Aber auf der einen Seite wird es ein bisschen süßer und auf der anderen Seite hat man auch das Gefühl, die Bittere nimmt ein bisschen zu. Und die Süße, die kommt hauptsächlich über das Karamellthema hinten raus. Sehr, sehr angenehm. Ja, finde ich ein herrlich unkompliziertes, tolles Winterbier, was zum Glück auf diese Gewürzaromatik mal verzichtet, sondern sich eher so mit diesem Thema Karamellsüße und ja, vielleicht auch ein bisschen mehr Alkohol, andere Hopfen, die man normalerweise jetzt vielleicht auch nicht in einem Winterbier vermuten möchte. Toll balanciertes Bier, das Wintersteinbier jedes Jahr aus dem Brauhaus Gusswerk. Das hier ist haltbar bis zum 4.11.2018. Das hat das Bier leider nicht erlebt. Wäre ja wahrscheinlich auch noch nicht richtig Winter im November, also muss ich das jetzt natürlich trinken. Wintersteinbier, Brauhaus Gusswerk. Kommen wir zu einer Bewertung. Von ProbierTV gibt es 4 von 5 möglichen Punkten für das Wintersteinbier aus dem Brauhaus Gusswerk. Und das Ganze, wie gesagt, rein biologisch nach Demeter-Richtlinien. Da bewege ich mich auf dünnes Eis. Aber ich muss den Reini mal irgendwann zu dem Thema Bio-Bier und Demeter interviewen. Auf der einen Seite, um meine Wissenslücken zu schließen und auf der anderen Seite vielleicht auch einen interessanten Beitrag für euch zu machen. Ich sage danke fürs Zuschauen, danke fürs Abonnieren vom Kanal. Wir sehen uns morgen wieder beim nächsten Bier hier bei ProbierTV. Wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wann immer ihr zugeschaut habt. Und bis dann, ja, cheers. Prost, cheers und Ahoi.